Willkommen zurück bei Let's Play Gunpoint und wir machen jetzt mal einen neuen Auftrag. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den von Collins, einfach weil der besser bezahlt wird und wir wahrscheinlich sowieso beide machen müssen. I'd really like to know what's on the recording. I don't want to get Jackson arrested for anything, but if the recording proves he framed me, I really need it to get out of here. Agreed. Rook told me once that Intex base all their dirty ops out of their office on Merlot Street. If you can get it, the recording should be on the main terminal there. Ja, also eigentlich einfach hacken. So. Hier haben wir eine Wache und das da oben ist auch nur eine stinknormale Wache. Und ich würde mal sagen, den müssten wir doch eigentlich einfach nur so einmal umspringen können. Oder nicht? So, dann weitergeguckt. Also da oben, das ist noch optional, aber wir müssen ja die Wache hier noch ausschalten. Dazu sollte ich erstmal grün anmachen. So, Geld brauchen wir dann auch wirklich erst später. Und sonst könnten wir vielleicht mal Folgendes machen. Wir machen erstmal hier die Tür auf. Und kümmern uns hier um das Optionale. First look, don't get me wrong, I'm excited about this job and I'm very grateful for this position, but I'm really struggling to see how this company's strategy makes any sense at all. We've muscled into Easy Point to take over a gun market the same year all handguns are permanently banned for commercial sale. And despite that, we are spending crazy capital to beat Rook out of the market, a market that simply doesn't exist. I know East Point has been a hotspot in the past, and Intex have wanted to open a branch here for a long time, but that was before the ban. East Point was built on guns, mostly by Rogue. Why don't we just back out and wait for them to die? Ja, der Waffenmarkt ist hier nicht ganz so belebt. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir sorgen mal dafür, dass das hier die Tür aufmacht und betätigen dann gleich mal hier den Lichtschalter. Weil dann kommt der hier einmal langgelaufen und ich kann mich dann wahrscheinlich von hinten so auf den stürzen. Hoffe ich. Hatte der gar Spaß damit? Ah ne, jetzt kommt er. Ich dachte schon, da springe ich daneben. So, Licht können wir auch wieder anmachen. Und dann aktivieren wir mal im Gelb. Und... ne, Moment, so rum. Und dann müssen wir nochmal eben das Ding hier aktivieren. Also die Überwachungskamera. So. Sehr gut, damit haben wir die erste Mission schon mal durch. Also nur noch nach unten. Und durch natürlich. Boah, diesmal bin ich bei der Time nicht auf Thoughtful gegangen. Unglaublich. So, ein Upgrade Point gab es immerhin. Did you find it? A gun. I'm afraid, but the service logs showed it was once downloaded by a Wookiee IP. Oh, maybe that was Jackson. If you sent me the IP, I might know which office it came from, and maybe we can get it from there. Okay, das heißt, das hier geht noch weiter, und ich würde sagen, dann kümmern wir uns erstmal darum, jetzt wo die weiß, in welchem Büro das jetzt runtergeladen wurde.
Also akzeptieren wir den Auftrag. Hey, this could be really dangerous, so it's okay if you want to back out. This is my last chance. And it'll only work if the recording is what we hope it is. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses Chatgeschrei hier jetzt, das ist ein bisschen schwierig zu lesen für mich. You just went 3 sentences without an exclamation mark, Katie. What's wrong? It's just kind of scary in here. I've got no alibi. I'm one of the only people who could have wiped that footage. And Jackson's word carries a lot of weight. I don't want to get you in trouble for a lost cause. It's not lost till I'm done. At which point, yeah, it might be totally lost. Ja, und hoffentlich haben wir viel Glück, das Ding sieht groß aus, das ist die Bezahlung wahrscheinlich auch so gut. So, das erste, was wir am besten machen, ist die Wache hier unten ausschalten. Nur wie mache ich das am besten? Erstmal müsste ich natürlich reinkommen. Was passiert eigentlich, wenn ich theoretisch gesehen hier oben durch dieses Glas breche? So einmal. Kann man hier durchbrechen? Oder muss das, wenn dann so ein blauer oder wie? Nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. So springen irgendwie und dann bricht man da durch. Ja, aber das ist ein Fehler. Obwohl, ich lande dann da unten und kann mich vielleicht noch an die Mauer da begeben. Man könnte es ja mal ausprobieren. So dann. Ach, den kann man wieder nicht auf normalem Weg. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Gut, dann ist die Idee schon mal kompletter Bullshit. Und Sachen mit zwei Dingen verbinden geht ja nicht, soweit ich weiß. Obwohl im Endeffekt ja doch. Moment. Was ich natürlich auch nochmal probieren könnte, ist, ob ich vielleicht hier oben nachher hängen bleiben kann, nachdem ich das hier. Genau. Verflucht. Das war nicht ganz so geplant. Aber da hole ich den natürlich auch hier runter nur. Aber wir stehen safe. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Drin sind wir jetzt schon mal. Oh. Das war nicht ganz so geplant. Ja. Das können wir hier nicht verdrahten. Das ist ein bisschen schlecht. Wir müssen dafür erst im Gelben hin. Und das wird natürlich ausgerechnet von dem bewacht. So, dann würde ich sagen, wir müssen eigentlich nur das Licht hier ausmachen. Und dann da gegen die Wand. Ne, das geht ja wieder nicht. Ich muss den ja irgendwie anders ausschalten. Ich kann mich da aber vielleicht reinschleichen. Wenn der dann versucht, da das Licht auszumachen. Na, ich muss das auch erst ausmachen, natürlich. So, zack. Na komm. So. Nur jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich hätte vielleicht hier schneller laufen müssen. Was? Ich bin gar nicht da. Ach, verflucht. Vielleicht, wenn ich schnell genug bin, haut das hin. Das würde vielleicht auch hinhauen, wenn ich einfach hier noch einmal rumlaufe. Und dann hätten wir immerhin schon mal die Möglichkeit, hier die gelben Sachen auch zu benutzen. Okay. Steuerung kriege ich auch noch irgendwann mal hin. Wieso springe ich dann immer runter? Kann man das mal mit erklären?
So, jetzt nochmal der Versuch. So, passt doch alles. So, jetzt sind wir hier oben, können auch hiermit was anfangen. Die Frage ist halt nur, was. Ich glaube, ich mache mir erstmal hier die Tür auf. Ist das nicht eigentlich alles, was ich machen muss? Eigentlich? Die Wachen da unten interessieren mich da überhaupt nicht. Nee, natürlich muss ich nochmal da runter und blau aktivieren. Dafür muss ich irgendwie in den Fahrstuhl kommen. Pink gibt's ja auch noch. Voll verwirrend. Egal, wir springen erstmal hier runter. Ich würde dem ja gerne jetzt immer wieder seine Tür da deaktivieren. Oh, der sieht mich da natürlich. Also, sobald der nächste Mal drin ist, gehen wir runter und machen die Tür zu. Und sorgen dafür, dass der die nicht mehr aufmachen kann. So. Ups. Aber gut, der interessiert uns jetzt nicht mehr. Der ist ja schön eingesperrt. So, nächste Aufgabe dann. Ja, blau aktivieren eigentlich nur. Dafür könnte ich jetzt durchs Fenster springen. Das macht aber natürlich Krach. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich kann es aber natürlich mal ausprobieren, was dann passiert. Wo muss ich denn da springen? Ne, so nicht. So, einmal hopp. Der Winkel stimmt nicht ganz, aber so stimmt der Winkel, oder? Ne, tut er nicht. Gibt's ja gerade nicht. Ja, ich glaube, wir nehmen doch den anderen Weg. Und der andere Weg führt uns ja eigentlich auch einfach nur hier den Fahrstuhl einmal hoch. Vielleicht sollte ich auch mal dran denken, irgendwie den da unten auch einzusperren. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht so ein großes Problem. So. Und er ist eingesperrt. Obwohl ich eben nicht weiß, warum wir überhaupt da runter sollten. Und ich hätte vielleicht mal die Tür aufmachen sollen. Oder ist hier unten jetzt noch irgendwie was Wichtiges in dem Raum? Nee. Eigentlich absolut nichts. So. Licht. Ne, Tür auf, meine ich natürlich. Dann einmal nach oben und das Blaue aktivieren. Ja, damit können wir einfach da rein. Ist doch total einfach. Mal hacken. Und wir sind durch. Bonusräume gibt's. Doch, gibt's da unten noch. Ja gut, das sollte ja kein Problem sein. Wir müssen da nur einmal hier die Treppen runter. So. Hey Katie, not at all. You're asking all the right questions. Unfortunately, I still can't tell you any more about what I have planned for Project Lucina, but I can certainly make a good guess at what Intex are up to. I think we have a leak, and I think when they saw us buying up materials for some secret project, they spent a significant chunk of their significant capital trying to corner the market for those materials before we could go into production. You're right, Gessler got a better price than us, but since he's not married to the director of the company he bought them from, he might find himself financially disadvantaged should he ever regret purchasing a vast quantity of what turns out to be useless junk. Wieder mal hier interessante Informationen bekommen. Aber wir hauen hier jetzt einfach mal eben schnell ab. Hopp. War jetzt im Endeffekt doch gar nicht so schwierig. 819 haben wir inzwischen an Kapital. Und wir haben ziemlich viel Lärm gemacht hierbei.
Naja. Did you get it? You know, like someone thoroughly scrubbed it from that machine. Meine Güte. Es dauert hier noch ewig. Ich könnte jetzt sagen, dass wir nicht dafür bezahlt werden sollen. Oh. It was a long shot. I just don't know what to do now. I don't know why someone would want to frame me like this. I hate thinking someone hates me that much. They went to all the trouble to delete every copy of the security video that showed I wasn't there. Ja, wir kriegen das schon hin. Oh, jetzt gibt es noch was Anonymes. Sehr interessant, aber wir gucken jetzt eben nochmal bei den Upgrades und danach ist die Folge auch eigentlich zu Ende. Und zwar drehe ich die Charge Time jetzt nochmal hoch. Und das kann ich ausprobieren. Oh, das klingt sehr praktisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das kaufe ich mal. So, und das kann ich jetzt hier mal eben auch ausprobieren. So, das heißt jetzt... Moment, nee. Ich muss einfach kurz den Modus wechseln. Heißt, ich kann jetzt das hier mit verbinden und das Licht ausmachen. Dann erschießt er mich. Interessant. Nee, was ich jetzt eigentlich... Moment. Also ich kann das jetzt mit... anderen Ding verbinden, okay. Ach so, so vielleicht oder wie? Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte jetzt, dass wenn man das benutzt jetzt, dass es dann einen Schock abliefern würde, aber... Oh, das ist ja interessant. Das kann man echt gebrauchen, glaube ich. Und hier gibt es auch noch was zu hacken. Okay, I think we are ready for production on the prank spasm. We managed to get around the grid safety protocols by remotely ramping down the voltage at the time of connection, then cranking it back up when the main socket is activated. My only question is, why would anyone actually want this? As far as I can see, it could only ever be used to cause nasty accident by passing a dangerous voltage through objects that are normally safe. What kind of clients need that? And did they pick the name? Ja, wir können sowas gebrauchen, natürlich. Schick, schick, so. Wir besitzen eine Batterie. Interessant. So, zwei Missionen gibt es noch, aber um die kümmern wir uns erst in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Und zwar werden wir uns dann um die hier kümmern. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.